Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ich bin gerade hier mit Skunk am Handeln. Ich habe mir, das kann ich euch gleich kurz zeigen, ich habe hier die Dice-Handschuhe gezeigt und da hat plötzlich jemand ganz gerade angeschlagen, er möchte gerne diese haben, weil er einen Hexer hat, den hochziehen will. Und ich so, eigentlich wollte ich sie ja nicht verkaufen, ich wollte sie nur zeigen. Und habe dann mit ihm geredet. Und leider kann er nichts bieten, sozusagen. Mit Level 50 kann er einen Speer und dann irgendwas bieten. Was war es? Ein Hammer. Aber ja. Erstens ist es ja 9 Level über mir. Und ich kann jetzt diese 9 Level ja nicht vor. Anschaue, also ja, ob ich nicht dann schon etwas Besseres habe oder so. Und dann, wie schnell werde ich dann Level 50? Und das ist halt nur ein gewöhnlicher Stab. Hammer. Naja. Es sind. Eigentlich will ich ihn gar nicht verkaufen, den Stab. Die Handschuhe. Ich habe immer etwas mit Stab. Ich habe vorher einen Stab gefunden. Seitdem habe ich immer etwas mit Stab. Es ist übrigens 5 Uhr morgens. Ich kann überhaupt nicht mehr schlafen. Darum bin ich jetzt hier am Leveln. Und will gleich noch Level 42 werden. Darum level ich hier noch ein bisschen. Und ja, er redet jetzt nichts mehr. Natürlich, weil ich auch nichts mehr rede, was ich schreibe. Und ja, ich denke, wisst ihr, ich bin einer, der sehr wenig handelt in Spielen und lieber die Sachen selber findet. Und wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt etwas Gutes finde, dann möchte ich es eigentlich fast nicht abbekommen. Also ich möchte es am liebsten behalten als Trophäe. Oder eben dem Beshi dann geben, wenn er dann soweit ist. Ah, es geht noch eins. Noch ein bisschen ausruhen. Und dann haben wir Level 42, da müssen wir auch nicht mehr voll ausruhen. Weil wir dann schon vom Maximum ist. Ja, sorry, aber ich sage jetzt gerade nichts. Ich habe dir gesagt, dass ich sie nicht verkaufe. Aber so sind halt manche Leute, die brauchen unbedingt irgendwas, wenn sie etwas sehen. Und schlagen dann fast Alarm. Wo ist das mit 8 Minuten? In Ackersberg wahrscheinlich. Ich gehe mal nach Ackersberg. So, gehen wir nach Ackersberg. Ich hoffe, in 8 Minuten bin ich dort. Naja, es ist klar, dass man dort ist, denn aber ich hoffe einfach, dass die Belohnung noch bekomme. Wenn ich jetzt dort angekommen bin, dass es das richtige Fort ist. Ich kann ja hier auch mal schauen, aber hier ist es ja nicht eingenommen worden in letzter Zeit. Das muss mal Augsburg sein. Oder Eferias. Oh Mist. Wenn ich jetzt nach Augsburg gehe, dann nicht. Ich schreibe mal wo. Ja, eben. Also gehen wir nach Efe. Gut, komme. Noch ein Magnaniten. Wir gehen den Magnaniten nach. Irgendwann findet man ganz viele Magnanitstücke. Kein Buff und kein Pferd, nix. Das ist ein Backwehr. Oder sehr schlecht. Oh, 5 Magnas. Yes! Yes, yes. Ich will am besten jetzt Schlachten machen. Wir können gerne jetzt Schlachten machen, aber es ist wahrscheinlich nicht viel los.
Ja, das ist schon schlimm, wenn es backt, wenn es kneift, wenn es einfach nur nervt. So, wir müssen noch ein bisschen rechts. Ah, noch ein Magnetgestein. So, noch einen. Den nehme ich auch gerne mit. Fühle mich gerade. Boah, noch Magnanit. Oh, ich fühle mich gerade ein bisschen zu sehr abgelenkt. Wie viel habe ich jetzt? 466. Eine schöne Zahl. So, also Magneten fehlen jetzt wirklich nicht. Jetzt habe ich sicher schon 20 heute Morgen gefunden. Und ich bin ja erst ungefähr eine halbe Stunde hier. Da, die Quest habe ich abge. Ding mit dem Quantis töten abgeschlossen. Ja, ich hoffe, dass jetzt gerade kein Syrte irgendwo hier ist. 2,5 Minuten schaffe ich das noch. Ja, es ist nicht mehr weit, oder? Ich hoffe, es geht. Ich gehe hier am Ding, das Nummer sicher gehen. Hier irgendwo entlang. Ach, Menno. Komme ich da noch zu spät, oder was? Ei, du. Wenn wir zu spät kommen. Hätten wir nicht ausgeruht oder so. So. Was ist denn das für eine Säule da? Die sind grün hier. So. Jetzt einfach dem Weg folgen, genau. Ich bin angespannt. Ich will das unbedingt noch. Was? 1,15 nur noch? Boah. Ich bekomme wahrscheinlich zu spät. Es streckt sich so extrem. Das ist gigantisch. Ja, dann warten wir halt nochmals 20 Minuten oder so. 25 Minuten, glaube ich. Es reicht wohl nicht mehr. Aber egal. Ich will ja auch mitgekämpft haben, damit ich Belohnung bekomme und nicht einfach die Belohnung abholen. Ach komm schon, wieso bin ich so langsam? Ja, 20 Sekunden. Das geht schneller als Ding, oder? Die Minuten gehen schneller als 60 Sekunden. Ja, egal. Dann können wir gleich mal schauen, wie lange wir dann noch warten müssen. Dann tue ich das auch überspringen. So. Dann gehen sie nach Herb. Ich komme. Dann gehen wir Herb angreifen. Ja. So. Also, die geht off. Ich bin off gekommen, ich bin an und gekommen, also muss ich noch nicht off. Und ich habe ja gerade Spaß. Du brauchst wieder einen Mob, dann greif doch dir einen Mob. Was ist das ein? Ist das ein Barbar? Nein, ein Schütze oder so. Der ist ein Magier. Das ist ein Barbar. Okay.
Dann bin ich nicht der einzige Nahkämpfer. Gut. Sonst wäre ich ja schon fast sofort tot. Ich brauche den Schatz. Den Schatz. Den Schatz. Den Schatz kann der andere haben. Nimm dir ihn. Ja, nimm ihn. Du bist doch nicht normal. Gestern Abend hast du angefangen und jetzt spielst du immer noch. Voll suchtig. Mega suchtig, mega. Sodele. Ich hoffe, das schaffen wir. Ich werde einfach nicht viel machen. Ich weiß nicht, was das der für ein Bug hat. Ist mir noch nie passiert. Ich hatte dafür andere schlimme Bugs. Wie zum Beispiel, als ich mal im Ozean, also im nördlichen Strand, so ein bisschen durchs Wasser gegangen bin, bin ich plötzlich rund untergetaucht. Bin dann gestunt worden und da konnte ich fast nicht mehr hoch, weil das so extrem steil war. Und ja, der Rest wisst ihr, was passiert, wenn man unter Wasser ist. Man ersäuft sofort. Man hat keine Zeit. Nein, es geht so schnell weg. Weg, bist ersoffen. Und da kann man nicht mal schwimmen. Gar nichts kann man. Boah, mega gestunt. So, schafft ihr es zu zweit oder zu dritt? Oh je. Auf jeden Fall, wenn ich angegriffen werde, fliehe ich. Ich bin so unterlevelig. Die anderen haben gefärbte Rüstung und noch so irgendwas. Und der ist auch. Was? Die sind alle sehr schwer. Die sind gar nicht so weit oben. Lol. Ich werde jetzt angegriffen, aber ich schütze mich noch ein bisschen. Muss mich ein bisschen verteidigen. So. Die Wächter geben gar nichts, schade. Ja, greif schnell an. Sieht so bescheuert aus. Ein bisschen an der Animation, also dass die Tür irgendwie ein bisschen kaputt geht mit der Zeit. Aber recht viel Schaden mache ich schon. Ah je. Na, kloppt ihr fertig? Ja, ich mache schon Schaden, aber noch nicht so viel wie ihr. Live on YouPorn aus Invictus. Was? Ah, ist das langweilig. Macht sie kaputt los. Ja, genau, werde mal ein bisschen schneller. Oh je, yeah, je. Aber trotzdem mag ich das Spiel. Die Sachen können ja alles noch eingebaut werden. Ich mag es gönnen, wenn die Entwickler da recht viel machen. Und das Spiel dann erfolgreich wird, oder auch wenn ich ihnen auch ein bisschen helfen kann oder so. Aber momentan, weil ich ja so extrem wenig Geld bekomme und weniger Ding bekomme dazu, ist ein bisschen schlecht. Ich muss mal ein bisschen ausruhen. Boah, wieso greifen die mich jetzt alle an? Nun gut. Also, das war's mit der Schlacht.
Umsford. Ja, ich bin wieder im Norden natürlich. Ach je, ich muss noch leveln, also ich kann jetzt wirklich noch nicht viel anrichten. Leveln wir noch ein bisschen. Kommt, das Level möchte ich noch machen, dann gehen wir wieder zum Herblett fort. Ja, in 15 Minuten, das könnte ich noch schaffen. Aber 5 Minuten geht nicht. Ah, gibt's. Ja, jetzt bin ich Level Up. Gut. Ich dachte schon, gibt's zu wenige XP für diesen Gegner. Aber nein, jetzt bin ich Level 42. Naja, Versuch, komm schon. Ah, bitte, ey. Es geht einfach zu lange, bis man das Reittier benutzen kann. So, jetzt. Boah, müssen wir weit rennen. Ich will aber die Belohnung haben. Die haben wir jetzt uns verdient, auch wenn wir dann nur noch blöd angeschossen wurden. Oh yeah. Fortschlachten gehen natürlich mit Level 42 noch nicht so gut. Aber hey, wir haben es ja gut eigentlich bis rein geschafft, immerhin. So, gehen wir hier entlang. Jetzt muss ich schauen. Ach komm schon. Steuerung spackt auch schon extrem herum. Was soll ich noch sagen? Ja, gestern Abend bin ich früh ins Bett, dann bin ich wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen früher aufgestanden. Weil es mir einfach nur noch angeschissen hat zu leveln. Und sonst auch nichts passiert ist, einfach nur so ein Flautentag war, der einfach nur extrem, ja, körperlich extrem war, weil ich sehr viel trainierte. Aber heute wird hoffentlich ein besserer Tag. Ich werde einfach schlafen nachher wieder. Und dann wieder Sport machen und wieder aufnehmen und alles Mögliche. Ja, ich hoffe, es geht dann besser. Es ist sicher bald 10 und dann 5 und dann sind wir schon wieder zu spät. Ach komm. Ja, den Weg folgen hier. Und dann sind wir auch schon dort bald. WMCs. Die bekomme ich gar nicht übel, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob man. Ja, schöne Kleidung. Weil ich habe noch keine WMCs, ja. Ich glaube, die bekommt man nicht dann so low-legig über. Ab Level 55 wahrscheinlich. So, jetzt bin ich mal rechtzeitig. Also das nächste Mal einfach nicht aus dem Fort fliehen, sondern ja, es war halt niemand dort. Der Magier, der hatte nicht viel angegriffen. Die gingen nicht auf ihn. Und der andere Barbar, der gekommen ist oder was das war, hat sie auch nicht angegriffen. Aber hey, die sind so low-level gewesen. Die Wächter haben so viel Damage gemacht. Kann passieren.
Erzlöwen. Ich glaube, die Löwen habe ich da letztens angegriffen. Also da habe ich gelevelt, als ich ja gebannt wurde bei Syrtis. Und ja, ich weiß jetzt nicht, welches Level ich war. 47, glaube ich, oder so. Oh Mann, ich hatte so noch so viel gelevelt. Und dann bekomme ich die nicht mal, also kann ich nicht mal weitermachen. Weil die Entwickler meinen, ich würde ja extrem etwas Böses machen. Und geben dann nichts. Oh, der hat schon ein Pet. Irgendwie ein bisschen anders. Hier sind sie ja so silbrig braun und hier sind sie grün. Okay. Also warten wir die 9 Minuten. Gehen wir nach oben. Schauen, ob hier irgendwo einer ist. Nö. Dann können wir noch weiter nach oben. Sagen die immer noch auf Englisch was? Ja. Hunderttausend. Eisentor. Also, ich überspringe mal. Und dann mache ich weiter, wenn es so 1 Minute oder so ist. Bis gleich. So. Mittlerweile sind mehr angekommen. Ja, okay. Ein paar sind jetzt auch reingegangen wieder. Oder sind irgendwo sonst. Weiß jetzt nicht, wo die hin sind. Vorher waren ein bisschen mehr hier. Ich hoffe, ich bekomme etwas über, aber ich bekomme wahrscheinlich nichts über. Weiß auch nicht. Ich habe doch mitgeholfen, also muss ich halt etwas mitbekommen. Will auch etwas haben. Hey, ich habe die Tür kaputt gemacht und ein paar Wächter, also bitte. Komm schon. Ich Bastard. So viel, cool. Warmaster Coins bekomme ich eben nichts. Ach, so eine Frechheit, oder? Plus. Und was jetzt plus? Ah, ihr seid für Alga. Natürlich gehen wir nach Alga. Wir gehen schön die Reihe nach. Und dann greifen wir den Wall an. Weil keine Syrten. Wir sind momentan keine Syrten an. So. Aber wirklich null Sirden. Hier könnte man auch mal trainieren, also Level nochmal in der Nacht. Sonst in all Rot, verwählte der Löwe könnte mir noch angreifen. Naja, lohnt sich nicht so. Max suchen. Der Max muss gesucht werden. Hi. So, ich werde irgendwo dann ein bisschen Tor herumstellen. Weil, weil eben. Sonst bin ich gekillt und zugenäht. Und alles Mögliche. Ist nicht so gut. Ich will einfach die Erfahrungsboni haben.
ist zwar wenig sät, nur einen Strich haben wir bekommen. Aber mal etwas anderes machen, als die ganze Zeit kloppen. Wir gehen vielleicht dann noch ins Trolllager, ja. Aber sonst bringt's nicht so viel. Werwölfchen. So. Ich buff mich jetzt einfach 20 Mal. Genau. Ich könnte danach mal treten. Nein, noch nicht. Jetzt. Schön. Sehr gut. Jetzt geht das Tor hoffentlich auch schneller. Das ist mal schön, oder? Ein schöner Angriff von low-leveligen kleinen Noobies. Aber wenn niemand hier ist, dann macht es halt natürlich auch nicht viel aus. Und die Leute lieber schlafen wollen von Syrtis und sollen sie lieber schlafen, müssen da nicht überrascht sein, dass der Wall noch angegriffen wird und so. Mal gucken, was es gibt hier. Ja, aber bitte nicht so, dass ich sterbe, gell? So, sehr schön. Ich ruhe mich jetzt mal hier aus. So. Syrtis bricht Eroberung ab. Okay, wahrscheinlich ist gerade ein Wächter oben, der dann angreift und dann halt wieder oben. Oben. Ja, ich will ihn doch nicht anreden. Scheint eine andere Sprache. Ja, voll buggy. Und, so. 1200, sehr gut. Aber wir bekommen es nicht über, weil wir noch nicht genug hoch sind oder so. Nice Timer. What the fuck? Ja, 1200. Sehr schön. Jetzt bekommen wir sie aber über, weil wir jetzt etwas besiegt haben und nicht noch gestorben sind. Ah, du. Ja, Trailer holen wir auch noch. Ich glaube, ich mache dann noch einen neuen Part. Ich werde jetzt das überspringen, schaue noch, wie lange die Aufnahme ist, weil ich ja unterbrochen habe in der Zwischenzeit. Und dann nehme ich noch den Rest auf und mache nochmal so eine Folge, weil es gerade spannend ist. Also, tschüss, bis später.